Let's play Stardew Valley. Ach, es ist so ein schönes Spiel. Das sage ich jedes Mal und ich mache auch immer die gleichen Sachen, wenn ich hier in das Spiel komme. Heute ist es ein bisschen anders. Es wird ein beautiful sunny day tomorrow. Das freut mich sehr. Freut mich nicht. Ich mag, obwohl, ja, ich war schon so viel in der Höhle in letzter Zeit. Oh! Die Spirits sind neutral. Ich streame das Ganze parallel. Das ist ja mega verrückt, ne? Die meisten, einfach nur, weil ich dachte, wenn ich schon so weit voraus bin, ich habe, glaube ich, noch 4 Folgen auf Halde, damit ich trotzdem so ein bisschen auf das eingehen kann, was ihr euch vielleicht denkt und was ich für einen Quatsch gemacht habe und so. Ich lese parallel jetzt gerade noch ein bisschen den Chat, weil ich das hier noch streame. Die Leute schreiben alle so viel. Deswegen streame ich das jetzt einfach parallel, geht aber auch wie gewöhnlich auf YouTube und so. Alle Leute, sie haben ja auch versprochen, sich das doppelt anzugucken. Ach, guck mal, Rakete ist jetzt hier. Das ist ja cool. Was bauen wir denn momentan? Und was habe ich denn überhaupt vor? Was habe ich denn letzte Folge gemacht? Das wisst ihr alle gar nicht. Also die Leute, die YouTube gucken, wissen das ja schon. Aber die Leute im Stream wissen das ja nicht. Ich weiß auch nicht mehr, was ich gemacht habe. Wir gehen mal raus und gucken einfach mal. Uiuiui, was ist denn hier los? Aha, ich habe den Stall zugemacht, das ist schon mal super. Ganz wichtig, lieber Chat, ihr müsst unbedingt mich daran erinnern, dass ich abends den Stall zumache. Das können wir doch schon mal machen. So, was haben wir hier am Start? Oh, Demetrius bedankt sich, dass wir Interesse an seiner Arbeit gezeigt haben und schickt uns ein Rezept für frittierten Pilz. Lecker, lecker. Finde ich, ist aber wirklich eine leckere Sache. Wir haben Schnappes gemacht. Habe ich Bernd hier oben wohl eingesperrt eigentlich? Hallo Bernd, geht's dir gut? Ja, ich gieß dich mal ein bisschen. So. Was haben wir denn hier gebraut? Pumpkin Juice. Wer kennt ihn nicht? Leckeren Kürbissaft. Okay, meine beiden, das muss ich übrigens kurz erzählen, meine beiden Supermoderatoren hier in meinem Twitch-Chat, Vlagun und Sir Dobi. Die, glaube ich, auch beide, die auch beide bei YouTube ab und zu Sachen kommentieren, oder? Da weiß ich nur die korrespondierende nix nicht. Ich habe den Stream gestartet und bevor ich wusste, dass ich streame, waren sie angetreten zum Dienst. Und, ja, jetzt sinniert man gerade darüber, dass ich den Hosenstall zumachen soll, bevor ich ins Bett gehe. Und Krawallkati, die auch häufig darum hängt, sagt, dass meine Jogginghose keinen hätte. Und sie hat tatsächlich recht. Ich trage so eine H&M-Schlafanzughose. Ich bin... Ja, das ist wie beim Rollenspielen. Man muss halt, man muss authentisch sein. So. Ach so, okay. Sir Dobby hat keinen YouTube-Account. Na gut. Dann leg dir mal einen Fake-Account ein. Leg dir bitte einen Fake-Account ein in deinen Kopfplattenspieler, damit du mich abonnieren kannst. Das wäre super. Was sagen die Leute mal? Das hilft diesem Channel sehr. Ich muss so YouTuber-Redensarten lernen. So, wir müssen neuen Schnaps kochen. Wo ist denn? Ich habe doch 1000 Beeren gesammelt. Hier, da sind sie doch. Dankeschön. Wir machen jetzt Cranberry-Schnaps. Weil Weizen haben wir leider. Ich habe Bernd eingesperrt. Das tut mir ja mega leid. Bernd, ich habe. Das ist jetzt. Du kannst da raus in der Theorie, okay? Weil die Käsemaschinen sind sehr teuer. Oder kriege ich die wieder, wenn ich die kaputt mache? Wisst ihr das, lieber Chat? Das wär total gut zu wissen. Ich hab mich gar nicht eingeschleimt. So, jetzt kümmern wir uns erstmal um die Viecher. Jetzt bin ich noch verpeilter als sonst. Guten Morgen! Guten Morgen, liebe Tiere. Es macht mir so unglaublich viel Spaß, dieses Spiel, ne? Ah, der. So, die sind jetzt hoffentlich auch mega glücklich, weil... Ah, wieso gibt's hier keine große Milch? Weil ich ja die Stalltür auch zugemacht habe. So, schön so stehen bleiben, sonst kann ich mir nicht merken, wen ich schon hatte. Jetzt hab ich dich gestreichelt und dich gemolken. Nein! Du Schlingelkuh. Schaf. Hier. So, Luise. Der Vorteil ist, dass ich... Ach, das ist ja die Babyziege. Oh nein, die kennt ihr noch gar nicht, ne? Oh, ihr Arm. Ich habe eine Babyziege bekommen. Die ist ganz neu. Die ist hier geboren. Und warum habe ich keine Energie? Oh, shit. Ich, das Bernd, bin wohl überanstrengend ins Bett gegangen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ah, und ich baue den Laden hier aus. Das hatte ich in Auftrag gegeben. Jetzt werden die alle noch kurz geherzt. Und ich muss dann, ich glaube, ich gehe mal ins Bar. Weil es wird eh ausgebaut. Was habe ich noch gemacht? Ein zweites Silo, das kennt ihr schon, ne?
Okay, der Chat sagt, ich kriege die Käsemaschine wieder, wenn ich sie abreiße. Wenn ich die. Ah, hier oben habe ich auch zu eng gebaut, ich Dölmer. Da müssen wir das alles mal umstrukturieren. Also wenn ich das hier hinstelle, komme ich da halt nicht dran. Aber es darf ja auch nicht zu weit von meinem Vorrat weg sein. Das ist doch Mist. Hier könnte ich noch was hinstellen. Oder ich stelle es erstmal hier vor, das ist auch schön. Dann wissen die Leute direkt, dass ich sehr reich bin. So, schmeißen wir den Kram hier rein. Und jetzt muss ich immer, wenn ich Milch habe, 4 Kilometer weit laufen, um das in die verschiedenen Sachen zu stecken. Aber wir haben voll viele große Eier, weil unsere Hühner uns so lieben. Liebende Hühner. Alle lieben, liebende Hühner. So. Die Hühner müssen noch rausgelassen werden und dann... Ja, genau, ich muss erstmal hart abschwimmen, ne? Habt ihr recht. Keine Ahnung, ich bin exhausted ins Bett. Ah, okay, ich glaube, ich raff's jetzt. Oh, Eichhörnchen. Hier war so ein trauriger Smiley und ich wusste nicht, das war letzte Folge, und ich wusste nicht, ob der da immer ist, wenn ich müde bin. Hört ihr den Krankenwagen? Tschu-tschu! Oh, jetzt könnte ich wie im Western, könnte ich jetzt hier den Zug überfallen. Was machst du denn hier? Du bist glücklich alleine, okay. Du brauchst keine Freunde, okay. Ich wollte gerade dein Freund sein. Oh nein, hat mich jemand geswattet? Ja, also es ist natürlich ineffizient, hier ins Bad zu gehen, wenn man so viel Zeit verliert. Und man kann das auch mit Essen machen. Aber ich finde die Idee schön. Ich finde... Oh, jetzt sieht man doch endlich mal wieder seine coolen Haare. Ja, auf jeden Fall habe ich mich überanstrengt wohl. Muss ich still sitzen? Habe ich mich wohl überanstrengt letztes Mal. Ich habe jetzt auch mehr Energie. Es dauert jetzt ein bisschen länger. Und, weil ich da, ach, guck mal, macht sogar so halb die Augen zu. Und ich dachte, das wäre normal, weil dann habe ich mich wieder fit gegessen. Aber, ja, geht nicht. Ja, das stimmt. Menü Select. Ich bade auch im echten Leben sehr, sehr gerne. Mega am Abchillen. Spielt deine Freundin das nicht auch? Ich nenne hier keine Namen. Marie-Louise. Hier ist eine Fliege. Macht die denn hier? Ist es doch Winter? Nee, ist gar nicht mehr Winter. Oh shit, geht's jetzt wieder los mit Fliegen? Also im echten Leben. So. Was machen wir denn heute noch? Wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen Hardwood. Die Ute baut ja unseren Kram schon aus. Können wir der Holden noch was bringen? Nee, Geschenke sind durch. Aber ist eigentlich der... Heute ist der vorletzte Tag, ne? Ah, okay. Es gibt beim Arzt also Medizin, die Erschöpfung heilen kann. Das ist gut zu wissen. Krass, okay. Als Freundin ist schon im 4. Jahr. City Skylines, das hab ich. War gerade ein Vorschlag. Oh, das hier ist übrigens das Gewächshaus. Habe ich mir sagen lassen. Ach so, jetzt weiß ich, was du meinst mit der Spand. Der arme obdachlose Mann steht am Fenster und spannt hinein. Ah, es ist okay. Ich bin ein hübscher Mann. Ich teile gern meine Hübschheit. Das Wort gibt es nicht. Wie heißt denn das Wort, was ich suche? Schönheit. Hübschität. So. Mehr Mayonnaise. Wir brauchen mehr. Aber nicht in die Käsemaschine. Ich Dummerchen. Und da muss noch die dicke Milch rein. So. Dicke Milch. Und dann gießen wir hier noch ein bisschen ab. Oh, hier gibt's hart was zum Abernten. Ich finde es immer so schön, wenn die Schafe helfen. Ziegen, Verzeihung. Diese Gießkanne ist ja so mega, ne? Hier ist... Wenn ihr Mais seht, müsst ihr das sagen. Ich bin so farbenblind, dass ich den Mais immer nicht sehe. Blub, blub, blub.
Was ist schön, es ist jetzt noch stressfreier als sonst, weil ich auf nichts achten muss. Also, beziehungsweise ich muss schon auf Dinge achten, aber nicht auf so viel wie sonst, weil ihr jetzt ja schreien könnt. Hey, du Idiot. Ja, vom Gießen bin ich ja tatsächlich... Ja, nice. So, ja, den Stream hatte ich ja übrigens wieder kein Stück angekündigt, jetzt gerade auf Twitter und Facebook, aber ich habe schon angefangen zu streamen, bevor ich ihn angekündigt habe. Das war jetzt auch nur mal so ein Spaß, damit ich nicht alleine spielen muss, weil ich ja eh schon, wie gesagt, so weit voraus bin. Es gibt, glaube ich, kommt wohl am Ende des Herbstes ein Fest. Das würde mich mal interessieren. Ach ja, stimmt. Die cool Kids werden natürlich per Mail informiert, ne? Wenn die hier den Twitch-Stream abonnieren. Wir machen wir hier mal wieder. Wisst ihr eigentlich, kann man auch richtigen Kram fangen, wenn man diese Köderautos richtig in den Fluss wirft? Das könnte man natürlich mal machen und nicht hier im dreckigen Gartenteich. Hier ist die Gemüsetruhe. Mann, die Gemüsetruhe! So. Wir heben hiervon mal ein bisschen was auf für Säfte. Blackberry und Grape. Ach, die Blackberry habe ich gefunden, okay. Oh, reinste Premium-Mayonnaise. Geiler Scheiß. Verkaufen wir die mal? Ja, die verkaufen wir mal. Wir brauchen ja mal. Irgendwo muss ja mal das Cash reinkommen, oder? Was muss hier noch was weg? Oh, wir haben wieder 10 Eisen. Ach, wir könnten die Hoe upgraden. Das könnte man doch mal machen. Wir müssen ja im Frühjahr müssen wir wieder Sachen machen. Das kann man doch mal. Kann man doch mal machen. So, Resin. Nee, das. Oh, das habe ich. Das wird aber hier gelagert. Und das andere ist alles Quark. Oh, was ist mit denen los? Die Tiere ziehen sich in den Stall zurück. Wollen wohl etwas unter sich sein. Die Schleuder braucht auch kein Mensch, finde ich. Ach, das können wir dann auch gleich mit abgeben. Das wollte ich hier. Wo lagere ich das denn? Lagere ich das nicht hier? Hier bei den Wert. Oder bei. Doch, da. Ah, es war nur leer. Oder? Enter. Oak Resin. Wo habe ich denn die andere Suppe davon? Man weiß es nicht. Aber wo sind denn meine Köder? Da sind meine Köder. Wir schnappen uns jetzt den Gaul. Ich habe auch Bock auf Angeln. Wollen wir eine Angeltour machen? Wir brauchen noch... Ja, bitte. Bitte mach die Gießkanne voller. Also manchmal treibt mich diese Steuerung. Also, das Spiel ist immer noch zu entspannt, um mich in den Wahnsinn zu treiben, aber manche Sachen. Dafür, dass er das alleine gemacht hat, hätte er sich da mal ein bisschen mehr bemühen können. Jetzt ist hier alles fertig gekocht. Ich sehe das nicht ein, dass ich da jetzt nochmal hingehe. So, preisgekrönte Mayo kann weg. Und dann verschenken wir im Dorf noch ein bisschen Mayonnaise. Oder? Jetzt, wir machen es doch. Es ist. Ach, ich habe aber den Kram doch schon weggebracht. Oh. Oh. Ah ja, haben wir eh nicht mehr, oder? Dass das auch immer dann passiert, wenn man gerade ausreiten will, ne? Ist wie im echten Leben. Immer wenn ich gerade ausreiten will, passiert so Kram. Oh, heute ist ein Fest? Ich bin ja ein Held. Das habe ich wohl vergessen. Wann bin ich denn darüber informiert worden? Hm. Ich bin nicht der Farbenblind, ich bin auch formenblind. Ja, das ist tatsächlich möglich. Es ist heute wohl ein Fest, was ich vergessen habe. Scheiße, normalerweise gucke ich immer... Gucke ich wenigstens ab und zu noch in die Folgen, die ich vorher aufgenommen habe. Gucken, was da abgegangen ist. Ich kann mich noch an die... Oh! Double Mushroom Drop! Mighty, mighty Double Mushroom Drop. Dann bringen wir hier mal unsere geilen Körbe aus. So, die müssen jetzt hier noch mit Döner, wollte ich gerade sagen, mit Döner bestückt werden. Aber hier mit Döns.
Irgendwann ist jetzt gleich auf jeden Fall ein Fest. Muss ich noch irgendwas machen zu dieser Jahreszeit? Hallo, Dapsa. Ich habe Bates in die Kiste getan und. Ach, hat's eben schon geklingelt? Oh, was ist das denn hier für. Oh, die Kiste! Oh. Ich will die Kiste. Nein! Oh, da. Okay. Ja, geh schön hoch, Fischi. Geh schön hoch. Geh schön hoch, dass wir die Kiste mitkriegen können. Oh! Ich krieg. Nein! Nein! Ich will beides. Ich bin so greedy. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Ja, geh ein bisschen hoch, Fisch. Geh ein bisschen hoch. Oh. Ich bin so ein Raketenangler, das ist ja unglaublich. Boah, war das anstrengend. Oh, ja, die Streamqualität müsst ihr mir mal sagen, ob die okay ist. Das erste Mal, dass ich Stardew streame. Was ist da drin? Was meist episches? Ein ornamentierter. Ein ornamentierter Fächer. Nee, ich lade parallel nichts hoch. Eigentlich müsste der Stream sauber gehen. Gucke ich zwischen den Folgen gleich mal, okay? So, was ist denn jetzt hier für ein Fest? Ob mir das jemand sagen könnte? Ich hab's vergessen. Es ist bestimmt das Halloween-Geisterfest. Ich hoffe, ich musste nichts mitbringen. Okay. Sie scheinen spät in der Nacht zu sein. Jetzt könnte man doch mal hier so einen Nachtfisch aus dem Fluss angeln. Was soll ich denn mit dieser ganzen Joja-Cola? Ich bin so ein Angelmonster, ne? Das ist unglaublich. Habe ich alles auf der Farm gemacht? Ja, ne? Kling, kling! Was ist das denn für ein Trollfisch? Arschfisch! Was will der denn von mir? Easy. Oh, ein Chop! Ah, ne, aber den hatte ich schon, ne, oder? Fishtank, da, Fishtank, was ist das denn hier? Ein River? Ah, River habe ich. Ne, da ist River. Oder ist es ein Specialty-Fisch, weil es nachts ist? Ghostfish, Sandfish, Woodfish? Lakefish? Wo ist denn der Chub dabei? Gibt's nicht. Jo, den Stall zumachen ist wichtig. So, sind jetzt hier immer die Festivities? Und wenn ja, was sind's für welche? Mann, wie spät? Was ist das? Ist es ein Nachtfestival oder was? Stimmt um 10. Aha! Spirits Eve! Wo ist mein Pferd? Hello, hello, Marnie! Ich hatte einen sehr, sehr produktiven Herbst. Danke. Ja, da hätte ich auch gar nicht mehr gießen brauchen, ne? Huch, jemand hat eine 1-Gigabit-Leitung. So, sorry, ich muss jetzt hier. Ihr schafft das im Chat alleine. Oh, Aunt Marnie möchte ins. Es gibt ein Maze, ein Labyrinth. Was ist das denn? Man darf nicht zu nah in den Käfig gehen. Die Skelette laufen. Ja, die habe ich schon im Dungeon gefunden. Oh, du hast Iridium-Infused Hammer? So einen möchte ich. Give now, der ist bestimmt episch. Es gibt kein Pumpkin-Bier. Okay, erstmal mit allen sprechen, das finde ich gut. Oh, Lia hat den Mund voller Schwarzbeeren. Blackberries sind Blaubeeren, ne? So, ja, beim. Okay, Caroline hat Angst vor allem. Okay, Vincent darf nicht ins. Es gibt scheinbar ein verfluchtes Labyrinth. Nein, ich war noch nicht im Haunted Labyrinth. Oh, und Vince möchte so gerne ins Labyrinth, aber er darf nicht. Hallo! Ah, okay. Der Wirt kocht gerne Pumpkin. Das stimmt übrigens tatsächlich. Man kann wirklich leckere Sachen mit. Kann wirklich leckere Sachen mit Kürbis machen. Einfach einen Kürbis kaufen, in Stücke schneiden und in den Ofen schmeißen mit Gewürzen und das dann mit Sour Cream essen. Sehr, sehr lecker. Die Pirat ist kalt. Oh, Demetrius sucht Maru. Die ist bestimmt im Labyrinth.
Ah, es ist, ja, okay, Winter, da soll man, ne, Holz und Steine sammeln. Das war doch alles mein Plan, junge Frau. Mehr kann man hier nicht. Ne, hier sind eingezäunt. Ganze Einsperrung. Oh, okay. Mach's gut. GT Afri. Er muss Dota schauen. Ah, hier ist das Labyrinth. Okay. Hallo. Hallo, Maru. Oh, Maru hat sich verlaufen. Okay, easy. Wir quatschen mal mit allen Leuten. Das ist immer gut für die Herzen. Ah, Harvey, guck mal, wie aufgeschreckt. Ich hab dich gefunden. Oh nein, er hat sich versteckt, weil er Angst hatte. Armer Kerl. Oh, da oben ist Abigail. Kürbis kann man nicht mitnehmen. Aber hier kann man längs. Nee, der Kürbis, also wird auf jeden Fall nicht sehr matschig. Also der ist schon wirklich lecker. Was geht hier? Oh, Penny. Trailer Park Penny. Ah nee, das ist die Tochter von Trailer Park Penny, ne? Riecht an einem Kessel und davon wird ihr schwindelig. Aber sie kann nicht weggehen. Wo ist denn hier? Da ist noch ein Durchgang. Ich will zu Abigail. Vielleicht können wir sie erschrecken. Also so neckisch. Okay, da drin ist irgendwas Weirdes. Und er sagt, es gibt irgendwo einen Geheimweg. Kann man hier vielleicht irgendwo einfach durch die... Wie in dem verwunschenen Wald. Er sagt, irgendwo gibt es einen Geheimgang. Aber erstmal mit Abigail sprechen. Na? Oh, sie hat Angst vor Spinnen. Oh. Hey, da oben ist ein Fragezeichenschild. Hey, das ist das Labyrinth. Das ist ja mega schwer. Hello, Mister. Okay, er hat eine Sackgasse gefunden. Und er hat jemand vorher da lang gehen sehen und... Ja, ich probiere jetzt einfach mal hier Zelda-mäßig alle Wände aus. Oh! Pff, easy. Easy. Ja, da könnt ihr im Chat unken, wie ihr wollt. Aber was habe ich jetzt hier gefunden? Ah, hier eine. Hä? Aber wo kann ich jetzt hin? Hier. Also ich habe doch jetzt hier die Secret Passage gefunden. Ist das jetzt hier der Preis? Was ist das? Aber, vielleicht muss ich da oben noch hin. Da ist der, Moment, da ist der Preis. Aber, hey, ihr habt richtig geunkt, ihr alten Unken. Aber wie? Aha! Man muss einfach im Dunkeln nach rechts laufen. Und dann, nein, jetzt, nein. Oh. Oh. Tada! Ich habe den goldenen Kürbis. Ja, easy win. Tipp, 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 tipp. Nee, ich bin noch nicht weit genug. Ich habe keine Ahnung. Woher sollen wir das denn wissen? Ich häng fest, glaube ich. Ah, okay, man muss kurz ein bisschen hampeln. Oh, puh. Jetzt hatte ich kurz Angst, dass ich mich irgendwie festgedengelt habe. So, easy. Ich habe gewonnen. Dankeschön. Hat jemand einen Plan, was ich mit einem goldenen Kürbis anstellen kann? Nee, Teleport-Totems finde ich langweilig. Ja, ich hab's, danke, die Folge ist zu Ende, aber wir sind dann jetzt bei 20 Minuten oder so, ne? Dann machen wir jetzt aber den Tag noch durch, kein Problem. Wir haben das Festival. Ah, it's valuable, but has no other purposes. Okay, wir können ihn verkaufen. Na, Haley, kannst du mal gucken. Haben wir geschafft, ey. Easy, so, mit Blauhaar-Ute haben wir noch nicht gesprochen. Hallo, Blauhaar-Ute. Oh, du hast die Kürbisse selbst geschnitzt. Das hast du sehr schön gemacht, Blauhaar-Ute. Können wir mal mit dem Bürgermeister sprechen? Ah, okay, der Zauberer hat das wohl alles gemacht. Der findet ihn creepy.
Okay. So, wir können mal gucken, was es noch im Shop gibt. So, sorry, ich habe gerade kurz den Chat mitgelesen. Ich könnte mir so einen Kürbis kaufen. Ich könnte mir das Rezept für einen Kürbis kaufen oder eine Rare Crow. Da ich aber ein alter Geizfranz bin, kaufe ich mir davon nichts tatsächlich. Ja, das war's mit dem Festival, oder? Da ist ja nicht so viel zu machen. Also, wir haben jetzt einen goldenen Kürbis. Für den kriegen wir bestimmt 70.000 Millionen Mark. Hoffe ich. Und, hier haben wir... Ah! Trailerpark Pam! Alte Rakete! Ja, alles, wenn es was umsonst gibt, bist du da, Trailerpark Pam. Es tut mir echt leid für dich. So. Okay, den Kürbis soll ich nicht verschenken. Nummer hatte ich eh nicht vor, ich wollte ihn verkaufen. Ja. Oder habe ich noch was übersehen? Ich glaube nicht, oder? Genau, und ich muss den Stall zumachen. Das ist sehr richtig. Jetzt wahrscheinlich tatsächlich vergessen. So, ja. Ich verlasse das Festival. Es war ein schönes Festival. Hier noch den alten Restkäse einsammeln. Und natürlich den Stall zumachen, ne? Ach, da ist ja noch ein Ei. Habe ich eben gesagt, ich hätte kein Ei, deswegen wurde hier geunkt. Ich sei formenblind, sehe ich das richtig? Das war es doch wieder, ne? Wurde doch wieder geunkt. Und ich hatte es tatsächlich übersehen, ja. Ich, alter Blindfranz. Da rein. Fisch abgeben. Wo gibt's noch einen Fisch? Jemand meinte beim Zauberer. 25.000 Mark müssen wir noch abgeben, Futter. Enchanter? Nee, da ist kein Fisch. Field Research. Da! Job! Vielen Dank. Oh, das ist aber ein Goldfisch. Literally. Oh, ach so, ihr kennt alles Stardew Valley gar nicht. Dann müsst ihr das nachholen bei YouTube. Super Spiel. Also ihr könnt es auch einfach selber spielen, das ist auch okay. Weg, 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 weg. Und den goldenen Pumpkin, wir verkaufen ihn. Bam. Schauen wir mal, was es dafür gibt. Haben wir schon mal eine Joja-Cola verkauft? Nee, ne? Die ist, oh, die gilt als Trash. Und was ist denn mit meinem Handy los hier? Will man eine Joja-Cola in die Trash-Maschine stecken? Nee, okay, da. Es ist aber doch in der Kategorie Trash. Vielleicht, weil es ungesund ist. Das Spiel möchte uns sagen, dass es ungesund ist. Ja, den ganzen Kram, den ich noch machen wollte, konnte ich nicht machen. Aber wir gehen jetzt erstmal die Stalltüren zumachen, ne? Easy. So. Alle Tiere happy. Pferd ist glücklich. Oh! Der Laden ist ausgebaut jetzt hier, ne? Aber man sieht es noch nicht. Ich würde sagen, dann... Oh, es ist ja schon 1 Uhr. Ja, geil. So, liebe YouTube-Menschen, für euch endet das hier. Für die Stream-Menschen geht es jetzt hier erst richtig los. Oh, man kann auch nachts Fernsehen gucken. Wie immer, vielen Dank fürs Zugucken. Das war ein spektakuläres Herbstfest. Mann, was ist denn mit diesem scheiß Telefon hier los? Wie immer, vielen Dank fürs Zugucken und bis gleich, ne?